Was geht ab, Community? Das hier ist Backbones Gaming mit einer weiteren Reaction. Ja, diesmal geht es um Dragon Ball Fighters mit dem Set. Und ja, es ist der Story-Trailer, es ist ein Teaser-Trailer zum Story-Mode. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil C21 soll da drin vorkommen. Also bin ich sehr, sehr gespannt. Würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Wow, mal gucken. Unreal 4 Engine, ja, das benutzen ja viele Spiele jetzt. Ja, das war Trunks, so viel ich sehen konnte. Oh. Mehrere Son Gokus, die ein Gebäude zerstören. Spielt er in der Zukunft von Trunks? Sieht fast so aus. Das ist auf jeden Fall nicht die Zukunft, die normale Zeitlinie. Freezer, Cell. Es wäre cool, wenn das eine komplett originale Story wäre. Da würde das Spiel noch interessanter machen. Ja, aber C21 ist auf jeden Fall schon mal hier drin. Und die wird sehr viel mehr mit C16 zu tun haben, wie ich sehe. Interessant. Ja, interessant. Interessant. Also, so viel man gesehen hat, waren da böse Son Gokus am Anfang. Ich mache jetzt gerade nochmal hier. Mal gucken. Mehrere böse Saiyajins auf jeden Fall. Mehrere Vegetas auch. Und mehrere Son Gokus. Und die haben ein Ki Blast abgefeuert. In der Welt von Trunks, so wie es aussieht, weil die ist zerstört. Und C21 ist dahinter. Der Toriyama hat ja dieses Konzept wieder von dem Charakter gemacht. Nun, ja, sieht interessant aus. Ich versuche das so ein bisschen zu analysieren, aber mehr kann man eigentlich nicht wirklich aus dem Trailer rausfinden. Man sieht auf jeden Fall noch, wie C18 gegen den C16 am Kämpfen ist. Aber er scheint der große Böse dort zu sein. Natürlich ist C21 die große Böse, aber es könnte auf jeden Fall interessant werden. Auf jeden Fall. Der Story-Modus, wenn der ein Originaler ist, so wie bei Dragon Ball Xenoverse, das wäre schon cool. Also, das gefällt mir, dass sie in diese Richtung jetzt gehen. Aber na gut, müssen wir mal abwarten. Es kommt ja Early 2018 raus, also haben sie noch keinen Termin festgelegt, aber ich nehme mal an, so Februar, März rum. Bin mal sehr, sehr gespannt. Aber na gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, diese Reaction hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen. Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.